So, bisschen Stimmung gemacht. Und warum? Ganz einfach. It's Halloween. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu den Halloween-Wochen. Mit einer Spielserie, ja, es werden Fans schon erkennen. Ich habe eigentlich immer gesagt, ich nehme nur einmal ein Franchise mit rein, aber zurzeit habe ich halt auch Bock drauf und habe halt auch wieder was bekommen für meine Dreamcast. Ach, ja. Wir spielen heute ein Resident Evil, ja. Wir spielen 3, wir spielen Nemesis. Warum? Weil wir es können. Es ist leider die Cut-Version. Ich finde es nicht ganz so schlimm. Früher habe ich mich mehr daran gestört. Dann bräuchte das Video wenigstens nicht auf 18 stellen. So. Einstellungen können wir uns, glaube ich, sparen. Hier können wir gleich in die Söldner rein. Das heißt, wir können gleich Mercenaries-Modus spielen. Aber wir fangen ein neues Spiel an. Und ich... Nee, Moment. Muss doch was bei... Nee, muss ich nicht. Passt alles. Da gibt es nämlich auch nicht so viel zu ändern. Wir nehmen Modus einfach. Da können wir gleich richtig abrocken am Anfang. Ist jetzt bloß für das Halloween-Wochen-Video. Das ist auch genial hier. Die Outfits. Nett, 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 nett. So, einmal das, wo gerade der Cursor drauf ist. Das ist das Original Resident Evil 3 Nemesis Outfit. Das hat so einen leichten Domina-Touch. Das ist das aus dem ersten Teil. Disco Jill, why not? So ein bisschen abgeänderte Form vom Original 3er. Das kann ich überhaupt nicht sagen, woher das kommt. Das ist im Prinzip Regina aus Dino Crisis. Und hier nochmal sexy Polizistin-Outfit. Ich glaube, ich habe Bock, mal wieder back to the roots zu gehen. It all began as an ordinary day in September. An ordinary day in Raccoon City. A city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them. And that lack of strength would ultimately lead to their destruction. Ich freue mich so, jetzt habe ich alle klassischen Resident Evil wieder zusammen. But there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. Ja gut, Survivor fehlt mir noch. Da wollen wir nicht drüber reden. Das habe ich auch mehr oder weniger verschenkt. Das hatte ich nämlich schon. Ich hoffe, dass in den Zwischensequenzen tatsächlich auch... Also in den Ingame-Grafik tatsächlich auch die Klamotte von Jill zu sehen ist. Das ist übrigens das Blutigste am Spiel, der Vorspann hier. Man sieht, es basiert komplett auf der Grafik-Engine vom zweiten Teil. Zwischensequenzen sehen sehr ähnlich zum zweiten Teil aus, das meine ich damit. Die Spielgrafik selber natürlich auch. Man muss den Kopf killen, Leute, das weiß man doch. Denn Spray and Pray vielleicht ein bisschen höher gemacht, dann wäre es okay gewesen. Leb wohl, mein Leben, leb wohl.
My last escape. Ach, ich finde das Outfit eigentlich ganz nice. Was habe ich denn an Waffen dabei? Ja. Das passt. Normal, das, was ich jetzt hier tue, würde kein normaler Mensch hier machen. Ihr hört, wie sie alle krepieren. Und ja, das ist so das Manko an der Cut-Version. Die blinken weg. Gibt aber, finde ich, ganz gutes Feedback von wegen, dass ich sie erledigt habe. Ach, Panzersteuerung, ich liebe sie. Na, gehst du runter, Mädel? Brains. Übrigens ist die Knarre, die wir jetzt dabei haben, nicht das Einzige, was den Schwierigkeitsgrad unterscheidet. Gibt's noch ein paar Sachen mehr. Also ein paar Knarren mehr. September 28, Daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow. I'm still alive. Da rätseln sie ja jetzt übrigens auch rum, ob es davon vielleicht auch ein Remake gibt. Wie vom zweiten Teil. What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there. How dare you tell me to go back outside? I'm sorry about your daughter, but there isn't gonna be any rescue. We have to get out of here. No! I'm not going anywhere. I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters! Now leave me alone! Ob dir das was bringt, Keule? Das ist cool. Die 180-Grad-Wende, die ist neu. Ja. Also gegenüber dem zweiten Teil. Wobei ihr habt eh eine automatische Zielanfassung, was Gegner angeht, was auch cool ist. Das haben sie aber schon früher eingeführt. Ach, bin gerade wieder voll drin. Und ja, vielleicht mache ich noch ein Resi-Spiel in Halloween-Wochen. Mein Gott. Verklagt mich. Hier kommt auch eine Änderung zum Tragen. Genau, wir haben Pulver. Und ihr seht da oben auch schon das Gerät, was wir dazu brauchen. Und zwar hier ist das die Pulvermaschine. So, das hauen wir jetzt. Tastenbelegung ist doch nicht ganz so, wie ich es gewohnt bin. Hauen die erstmal weg, weil das sind die Spielanleitungen. Da werden die grünen Kräuter erklärt, da wird erklärt, wie man sich eben Waffen mixt. Waffen mixt. Munition mixt. So, haben wir noch ein bisschen was in der Richtung? Ne. Ist nichts weiter drin. Gut. Ich muss sagen, nehmen wir die mit. Die lasse ich mal hier. Die brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht. Vielleicht später irgendwann mal noch. Ich will mal ein bisschen mit der Magnum spielen. Wann kann ich mal in einem Resident Evil am Anfang gleich die Magnum mitnehmen? Das ist doch schon was.
Und so als Reserve, weil da finden wir unterwegs halt Munition, das ist kein Thema, nehme ich noch die Beretta mit. Ja, das passt. Können wir uns im Menü mal angucken, die Dinger? Wenn ich es nie wieder verkack. Prüfe. Smith & Wesson, großer Revolver aus rostfreiem Stahl wahrscheinlich. Klassisches Modell. Mit Gewichten, die den Rückstoß vermindern. Naja, ich weiß ja nicht. Da steht tatsächlich nur Handfeuerwaffe. Nicht, was es für eine ist. Dreist. So. Klassisches Speichersystem. Nur leicht verändert. Wir haben ein Farbband, was unendlich benutzbar ist. Was irgendwie, wie ich finde, auch Sinn macht. Aber jetzt. Müsste das Gehämmer kommen? Ja. Gut, das war verhältnismäßig leise. Das ist sonst immer so batz, 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 batz. Okay, dann schmeißen wir das wieder raus. Die Heilung lasse ich drin. Ich sollte auch vielleicht meine Waffe ausrüsten. I have this one. So, hier bappt noch ein Schlüssel. Möchten Sie das nehmen? Lagerschlüssel. Ja, möchte ich. Möchte. Und raus möchte ich. Ach, Leute. Ich bin zurzeit aber auch so ein bisschen im Resi-Fieber. Komischerweise aber eher, was die klassischen Sachen angeht. Wie gesagt, alles vor Resi 4. Wobei ich nicht sagen will jetzt hier, die Sachen sind schlecht oder so. Es ist halt bloß nichts für mich. Also der Vierer war in meinen Augen... Nee, hat mir einfach nicht zugesagt. Es war mir auch zu viel Stand Your Ground Geschichten. War irgendwie nicht so geil. Da liegt doch irgendwas. Komm ich da ran? Jo, komm ich. Na, kleine Heilung. Wie viel Platz haben wir noch? 4 Item-Slots haben wir noch. Ich habe nämlich überlegt, ob ich hochrenne und die Items weglege. Also die anderen Heildinger. Nichts Brauchbares. Hat der Stapler irgendeinen Sinn? Ja, mit einem Stapler kann Fracht bewegt werden. Das ist wohl wahr. Man kann auch sonst noch relativ viel Blödsinn machen. Aber hauptsächlich ist der dazu da, um Güter zu bewegen, ja. Die für einen Mensch alleine zu schwer werden. Ja, ist ja gut. Mein Gott. Mach ich nicht ins Hemd? Da steht Exit. Dann wird's hier wohl der Exit sein. Okay, wir haben Slot wieder frei. Das ist gut. Aber jetzt werden dann auch die ersten Untoten hier wieder wandeln. Das kennt man ja. Ach, ich mag das mit den Kameraperspektiven. Das haut die Atmosphäre noch gleich deutlich höher. Übrigens muss ich sagen, bei diesen Türanimationen so ausgiebig müssten die gar nicht sein. Weil das Dreamcast lädt gar nicht so lange. Ich höre schon mal hier irgendwelche Untoten. Ach, da geht's sogar rein. Ne, ich gucke mich erst in dem anderen Areal um. Ich drehe gleich wieder um. Ich bin fest davon ausgegangen, ich bräuchte hier tatsächlich einen Schlüssel schon mal. Ich meine, wir haben ein komplettes Waffenlager, ja? Also, warum soll ich nicht ein paar killen? Das entspricht zwar nicht unbedingt dem Spielmechaniken von Resident Evil, weil da heißt es eigentlich immer eher sparsam mit der Munition sein. Der steht auf.
Was? Wollte gerade sagen. Und komm. Blinke Zombies sind toll. Das sieht man wenigstens, dass die tot sind. So, der Schuss war für den Boppers. Menü ist immer noch so wie früher. Wenn man reingeht, braucht man sich keinen Kopf machen, dann pausiert das Spiel. Das ist gut. Ich glaube, die Fässer kann man sogar anschießen. Ich wollte eigentlich bloß gucken, ob da vielleicht noch eine Waffe oder Munition ist. Ach, vielleicht können wir da rein. Die Tür hat sich bewegt. Ich hab's gesehen. Kann ich da rüberklettern? Nee, geht nicht. Außer was. Hüfthohe Kisten geht auf den Kofferraum von einem Auto. Das haut. Erst jetzt wahrscheinlich auf die Dinge. Nein! Das Büro ist unbewohnt. Na, fall um. Das ist heutzutage ein bisschen billo, aber ist ja egal. So. Also meine Spielweise ist noch mehr billo, aber... Ich meine, ich könnte es ja, wenn ich das als Let's Play machen tät, auch so machen, dass ich sage, okay... ich mache zwar easy, aber ich lege dann halt, sobald ich den Teil geschafft habe, die schweren Waffen weg und fange dann halt wirklich erstmal mit der Pistole an und mit dem Messer. Ach, mal gucken. Mal gucken. Kräuters. Kräuter funktionieren genau wie in jedem anderen Resident Evil. Grünes Kraut heilt. Man kann es kombinieren. Zwei grüne Kräuter zusammen geben ein starkes Kraut. Findet man ein rotes Kraut und kombiniert es mit dem grünen noch besser. Findet man ein blaues, heilt das noch zusätzlich. Vergiftung. Ganz normal. Kennt man alles. Ich muss gestehen. Es macht tierisch Spaß mit der Magnum. Ich und meine Magnum. Ich muss gestehen, das macht immer echt noch einen Heidenspaß und Bock. Ja, du hast keine Knie mehr, mein Freund. Ey! Der hat das dadurch überlebt? Ich habe ihn wirklich bloß in die Beine geschossen, weil der erhöht war. Okay. Von der anderen Seite verschlossen. So, ich lade die Magnum mal nach, würde ich sagen. Jo. Obwohl, das machen wir mal. Pass mal auf. Das machen wir mal anders. Geht ja auch so. Übrigens, Treppensteigen braucht man nicht mehr draufdrücken. Macht Schild hat tatsächlich automatisch. Wer schreit denn da so rum? Wer könnte das sein hier? Zur Boutique. Dann brauchen wir den Boutique-Schlüssel. Ah, wahrscheinlich irgendwo auch hinten rum rein. Scheint nicht aufzustehen, weil sie zielt nicht auf ihn. Wartet mal. Nee, macht sie nicht. Mit einer soliden Vorrichtung. Diese solide Vorrichtung nennt man Gitter. Man glaubt's kaum. Aber hier kommen wir weiter.
kriegt übrigens die Resident Evil Spiele allesamt, die ersten drei, allesamt auf dem PSN Store für PlayStation 3. Willst du noch umfallen oder überlegst es dir noch? Da, Vater Macker. Nein. 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 Oh Gott. So. Kombi. Geh doch. Ihr werdet übrigens, also wenn ihr das nicht so spielt wie ich, sondern auf dem normalen Weg, werdet ihr wahrscheinlich eher so um einige Zombies drumherum rennen, weil die Munition halt wirklich knapp ist und auch die Pistole halt einfach nicht so viel Schaden anrichtet. So geht das. Das ist echt nix, ne? Ich find's übrigens lustig, die Zombies bluten nicht, die Menschen schon. This is Brad. I didn't know you were still alive, Jill. The police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Ihr seid eh so eine komische Polizeieinheit. Keine einheitliche Uniform, nix, ne? What are you saying? You'll see. He's after STARS members. There's no escape. Übrigens ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, was er gesagt hat. Die Figur, von der er geredet hat, gibt nämlich dem Spiel mal eben seinen Namen. Hier liegt doch noch irgendwas. Ich will nicht das Mundstelefon, ich will das, was daneben liegt. Ein Zeuervolk. Sehr schön. Und da wir nicht Quiz spielen, wird das ins Inventar gelegt und braucht einen Slot. Postkarte vom Glockenturm. Eine Postkarte mit einem Glockenturm. Ja, toll. Die folgende Erläuterung findet sich auf der Rückseite ein. Orientierungspunkt Glockenturm St. Michael. Gibt es bestimmt noch irgendwas? Kasse plündern. Ja, und schon hat sich's gelohnt. Könnten wir jetzt zum Abschluss noch machen. Ach. Haben wir ein bisschen Platz? Wir haben hier noch Munition. Es gibt auch, ihr seht, es gibt auch relativ viel Schuss hier auf Easy. Also von dem Aspekt her, normal hätte es hier glaube ich bloß 30 Schuss geben. Juhu! Gucken wir mal, ob wir die Zombies auch mit einer normalen Pistole aufhalten können. Dann gehen wir doch jetzt glatt mal einen anderen Weg. Von da sind wir zwar gekommen, aber da kommt, glaube ich, noch ein anderer Weg zum Tragen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich eine Karte von der Stadt dabei habe. Wir können ja mal auf die Karte gucken. Ist ja bloß ein Knopfdruck. Hammer. Gut. Die Karte ist selbsterklärend für Leute, die schon mal Resi gespielt haben. Jetzt muss ich selber überlegen. Sind wir hierher gekommen?
Ah, wollte ich nicht. Falsche Taste, verdammt. Ja, genau, da wollte ich hin. Hier ist ein Weg, den sind wir noch nicht gegangen. Hm. Der ist aber auch zu. Läuft. Genau, die Polizeiautos haben wir gefilzt und jetzt kommen wir wahrscheinlich zur Lagerhalle wieder zurück. Wartet mal ganz kurz. Ja. Habt ihr eine Anvisierung an das Fass? Das heißt, wenn da viele sind, dann kann man da viele auf einmal da niederstrecken. Hier ist, glaube ich, noch eine Tür, wo ich rein kann. Oder ist die auch zu? Genau, die wollte ich mir angucken. Jo, läuft, läuft, läuft. Ich laufe erstmal ein Stück zurück. Ihr seht, das hat fast gar keinen Effekt, der Scheiß. Bisschen zurück, weil es könnte sein, dass er noch lebt. Eine Nachladetaste gibt es leider noch nicht in dem Spiel. Das heißt, ihr müsst immer schön ins Menü und nie wieder raus. Ah, der guckt da auch noch rum. So. Ausgeguckt, mein Freund. Er ploppt weg. Wie gesagt, dadurch ist das Trefferfeedback von dem Spiel eigentlich gar nicht so scheiße. Sieht halt bloß echt nicht schön aus. Was das nett ist. Feuerzeug, Benzin. Ah! Das ist natürlich interessant. Dann scheint das wohl leer gewesen zu sein. Kann so nicht benutzt werden. Genau. Dann kombinieren wir das doch mal. Jetzt ist der Deckel offen. Daran sieht man, man kann es... Yeah, Baby! Wir haben zwar eigentlich schon eine im Inventar, aber... Ja, freilich. Was ist ein Zombie-Spiel ohne Schrotgewehre? Jetzt mal ehrlich. Ne? Also mir ist da die doppelläufige, abgesägte Ashley Williams Schrotflinte lieber, aber... Auch der Pump in Action tut's. Ne? Hauptsache die Rübe ist weg von dem Viech denn danach. Also was hier in dem Spiel jetzt nicht der Fall ist. Na, das ist doch ja unhöflich, ist doch das. Ist doch richtig unhöflich hier. So. Begrabbelt ihr mich hier einfach? Also sowas. Sehen wir uns eigentlich auf der Karte? Ja, das ist in Ordnung. Ich glaube, ich kann dann hier von der Seite tatsächlich... eine Abkürzung freischalten. Oder sind wir von da gekommen? Ich bin jetzt gerade unsicher. Scheiße. Ich glaube, von da sind wir gekommen. Aber die Ladezeiten sind ja echt, echt moderat. Ja, sind ja echt moderat hier. Teamcast sei Dank. Das war auf der Playse ein bisschen schlimmer. Man muss aber auch sagen, ich spiele hier eigentlich, wenn man es genau betrachtet, die PC-Version. Weil das Dreamcast, das habe ich glaube ich ein paar Mal schon erwähnt, ist eigentlich eine Mitentwicklung von Microsoft. Und das basiert auf dem Windows-System tatsächlich. Windows CE heißt das. Und da wurden dann relativ viele Spiele, also nicht nur Spielenhallentitel. Toll. Ganz toll. Spielhallentitel konvertiert, sondern eben auch PC-Spiele zum Teil. Was
zum Beispiel die ganzen Capcom Survival-Horror-Spiele, wie eben ein Resident Evil. Sag mal. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Wo will ich hin? Wo muss ich hin? Was soll das hier? So ein Scheiß. Das jetzt hier, wo ich das, ich nenne es mal Fahnenkreuz drauf habe, ist die Bar. Das ist hier die Lagerhalle, wo wir gestartet sind. Ja gut. Puh. Ja gut, dann nehmen wir halt mal die Tür. Ist ja wurscht. Mann, Kohl nicht fett. Ach, weil ich es gerade wieder höre. Krähen in dem Spiel. Ach, super. Ja, da ist, glaube ich, auch nicht mehr viel, was wir machen können. Die Rennen und die Aktionstasten muss ich unbedingt tauschen. Allgemein in die Steuerung mal wieder ein bisschen reinfunzen hier. Brotz. Dürfte reichen. Ja, er blinkt uns freundlich an. Das ist gut. Okay, wir bewegen uns wörtlich im Kreis. Ja. Dann sage ich aber mal an dieser Stelle, ich gehe hier mal noch eine Runde speichern. Dann soll es das gewesen sein. Weil ich stehe auch gerade ein bisschen auf dem Schlauch, wie es weitergeht. Also wenn ich jetzt ein bisschen hier erkunde, okay, kriegen wir hin. Aber... Nonchalant in den Rücken. Du stehst nicht auf Mädel, oder? Nee, sie ist nämlich tot. Das ist wahrscheinlich die Tochter von dem, der sich da in dem Container versteckt hat. Der übrigens sehr, sehr ähnlich aussah zu dem Polizei-Chief im ersten Teil. Muss ich schon sagen. Ah, Pornobalken gehabt. Etwas, nennen wir es, stattlicher Figur. Wenn ich sage, dass der fett ist. So was eigentlich wie nicht. So. Ey. Läuft, 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 läuft. Das ist auch sowas. Die Treppen sind keine... Man braucht nicht anklicken und da gibt es auch keine Ladeanimation. Das ist prima. Hier sind viel größere Bereiche, im, wenn sie geladen werden, in einem Stück geladen. Das ist cool. So. Tja, jetzt sind wir hier. Wie ich abspeichere, das braucht ihr euch nicht unbedingt geben. Da haben wir unsere Jill. Ich habe Spaß gehabt und wir sehen uns in einem nächsten Video der Halloween-Wochen. Haut rein, ciao!